Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Enderal. Ja, wir haben einen Auftrag hier bei beim Versorgungsschiff, in der Nähe des Versorgungsschiffes. Ah ja, und da sind die Marodeure und so weiter noch draußen, ne? Wer ist jetzt auf dem Weg zu uns? Hat uns entdeckt? Ein Marodeur. Geht schon gut los. So. Ich sammle mal die Sachen nicht mehr ein. Die Herzen und sowas. Aber hier ist jetzt keiner mehr draußen, ne? Speichere einmal, bevor wir da reingehen. Sterben, ja? Oh, die ist schon. Erstmal den Wildmagier loswerden. Mist. So, jetzt auf dem Bildmarkt, jetzt erst. So, nochmal den hier nehmen. Elender Ratte. Wie, du lebst immer noch. Wie der Biss eines Flohs. Okay, ich glaube, drinnen werden wir nicht überleben. Vielleicht rauslocken? Kommen ja wenigstens raus. Jetzt hier geblieben. Ja. So. Ambrosia muss ich auch einmal nehmen. Und wir essen nochmal ein Krustenbrot. Dann sind wir den Wildmagier zumindest schon mal los. Vielleicht nochmal kurz speichern, bevor wir reingehen. Zur hohlen Hand. Da dürften jetzt nur noch zwei Gegner drin sein, oder? Drei. Und die sehen uns zum Glück nicht. So, ich warte noch, bis das Leben voll ist. Jetzt. Nur ein Kratz
besser. Ah, Mist. So, den sind wir auch losgeworden. So, der hat sonst nichts. Was mit dem? Oder dir? Wegestreuen, Dinger. Was? Silberstall, okay. Gibt's hier sonst noch was? Rustenbrot nehme ich mit. Eine Vampirrobe. Einfach abgestochen hier. Was ist mit dem Messer? Großes Käse, Käsestück. Großes Stück Käse. Hartes Brot. Lebensmittel nehme ich mal lieber mit. Regeneriert 20 Punkte Mana aber. Okay. Ein Vogelei, Raubvogelei, Hühnerei. Da liegt auch noch was. Wegestreuenschwert. Großer Seelenstein gefüllt. Markloser Rubin. Kappe des Magiesturms. Warte mal, Wegestreuenschwert. Dann brauchen wir das Eterna-Ding nicht mehr. Wenn wir ein Wegestreuenschwert haben. Ich speichere das noch einmal. Eine Mudatte. Was ist das für ein Bogen? Dietrich nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Silberstahlbogen, okay. Wegestreuen Pfeile. Zauber paralysieren Rang 1. Noch ein Raubvogelei. Was ist das denn? Hühnerei. Oh, die macht hier Brezeln. Ich sehe mich hier trotzdem mal um. Noch ein wegestreuen Großschwert. Eterner Schild des Widerstands. Ein Hahn. Noch ein Hahn. Mist. So. Experte reicht nicht aus, um dieses Schloss zu knacken. Erhöht eure Fertigkeit in Schlösserknack oder entwickelt entsprechende Erinnerungstalente. So, jetzt will ich mal gucken, das Schild. Eterner Schild des Widerstands. Okay. Ich würde gern ein ganzes Wegestreuen-Set haben. Wenn alles so viel schwarz ist. So, auch so eine, so ein Schulterdings von Wegestreuen hätte ich auch gerne.
Ach, hier. Peppenstampfer. Warte mal, wir haben Änderungspunkte. Wir sind ja irgendwann mal eine Stufe aufgestiegen. So, hier ist ja Schatten des Windes. Passende Rüstung. Salbenkunde. Giftkocher. Windläufer. Feinfühlige Zunge. Schattenzungenöl. Leichtes Gepäck. Experimentator. Mehr Platz. Passgenau. Braumeister. Reinheit. Sternlingsspinne. Schlangenblut. Hohes Geschick. Hinterhältig, Kehlenschnitt, Meuchelmörder, Blattschuss, Messerstoß, Blitzpulver, Beutelschneider, Rolle, Hehler, leise Füße, Blutrausch, Verführer, Geisterlauf, Taschendieb, Krieger der Schatten, hier starke Sehne, geschickte Hände, Konzentration. Warte, geschickte Hände, was macht das? Lehrlingsschlösser sind 25% einfach knackbar und euer Rüstungswert steigt um 5%, wenn ihr einen Bogen ausgerüstet habt. Feuerpfeil, Adlerauge, Diebeslehrling. Gesellenschlösser sind. Wie sollten wir in diese Richtung hier gehen? Starke Sehne. Geschickte Hände machen wir erstmal. Vielleicht speichern wir das auch mal. Was ist das eigentlich für ein Vogel? Natürlich muss jetzt auch noch ein Leopard kommen. So, 360 Erfahrungspunkte gab es dafür, okay. Mal diese Knochen reißen. Alter. Diese Knochenreißer. Warte mal. Krustenbrot und Käse. Mondsteinerz, Ambrosia. Einen Moment, ich bin sofort wieder da. Sorry, da bin ich wieder. Ich wurde gerade einfach angerufen. So, der hat nur Klauen. Okay. Muss ich hier hoch? Öffne Pulverwüste. Fragment, rechtes Ohr. Wir finden in letzter Zeit viele Fragmente. Also jetzt schon drei von neun. Ambrosia. Wasser. Krankheitsheiltrank. Oh Mann, ich möchte den Süßkuchen mitnehmen. Mist. Aber okay, wir haben aktuell noch mehr als genug Dietriche. Hier. Bisschen tiefer vielleicht? Ja. Amulett des tapferen Jägers und ein Rubin. Wir suchen Korb. Datteln.
Komm, wir schlafen mal. Also 1 Uhr morgens. So, dann ist ja ein bisschen heller. Gehen wir mal noch weiter nach oben. Aurora Leclerc. Wer seid ihr? Wie seid ihr hier reingekommen? Da war ein Knochenreißer in eurem Wohnzimmer. Ich habe ihn getötet. Ein Knochenreißer? Oh, das ist schlecht. Danke. Meine Güte, und ich war dumm genug zu glauben, dass dieser Barrierezauber diesmal wirklich halten würde. Verdammte Tahuti, da hat sie mir mal wieder Schutt verkauft. Naja, was wollt ihr? Ihr seid also wirklich Tahutis Schwester? Ich habe in Flussheim einen Auftrag für sie erledigt. Mein Beileid. Ihr seid nicht allzu gut, auf eure Schwester zu sprechen? Was? Ach nein, es ist nur ihr Beruf. Diesen Mist, den sie verkauft. Irgendwelche alten Schädel und Liebestränke. Sie sollte etwas Anständiges mit ihrem Leben machen, das habe ich ihr schon immer gesagt. Aber zurück zum Thema. Was wollt ihr? Ich will Kontakt mit einem Verstorbenen aufnehmen. Es hieß, ihr könnt mir da behilflich sein. Oh, mein Beileid. Ja, ich kann euch behilflich sein. Oder sagen wir, die Stimmen der neuen Zeit können es. Die Stimmen der neuen Zeit? Ja, nehmt es mir nicht übel, aber ihr seht nicht wie ein spiritueller Mensch aus. Also werde ich nicht meine Zeit mit Erklärungen vergeuden. Wichtig ist, dass die Kontaktaufnahme ein schwieriger Vorgang ist, weshalb ich etwas von euch bräuchte, um sie zu vollführen. Etwas Kostbares. Aurora Manfreds Brüsten zeigen? Richtig, das hat man mir gesagt. Hilft das hier? Was ist das? Haare? Quatsch. Ihr habt wohl zu viele Märchen gelesen. Ich brauche einen Trank. Eine spezielle Mixtur, die mir die Kontaktaufnahme erleichtert. Was für ein Trank? Wie gesagt, ein besonderer. Hier, das ist eine Liste mit den Zutaten. Besorgt sie und bereitet den Trank zu. Dann kommt wieder. Und noch was. Meine Tür. Ihr meintet, Tahutis Barriere ist zerstört? Ja. Verstehe. Meint ihr, ihr könntet einer alten Dame einen Gefallen tun und die Tür reparieren? Ich kann unmöglich das Ritual vollziehen, wenn jede Sekunde da unten ein Verlorener reinspazieren kann. Natürlich, wie auch immer. Danke, Liebchen. Ihr seid ein Schatz. Oh. Noch ein Symbol gefunden. Nice. 4 von 15. Ist jetzt die Frage, kriegen wir hin, alle zu finden? Knolle. Artischocke. Waschfrauenpilz. Und das ist ihr Wohnzimmer gewesen. Mondstein. Das hatten wir schon, das kennen wir schon. Das hier ist leer. Und was für ein Rezept hat sie uns jetzt gegeben? Nachricht für euch. Notiz an Silon. Rezept für den Trank der kosmischen Winde. Trank der kosmischen Winde. 2 Bündel Friedenskraut. 1 Glas Met. 1 Krug Bananenschnaps. Die Zutaten in einen Topf geben und gleichmäßig erhitzen. Anschließend Apfel. Okay, Friedenskraut, 1 Glas Met, Königsmet am besten und 1 Krug Bananenschnaps. Gab's hier Bananenschnaps? Nein. Haustür ehemals. Ihr müsst erst eine Tür herstellen, bevor ihr den Eingang reparieren könnt. Da wird jetzt viel von mir erwartet. Ein bisschen zu viel wird von mir erwartet. Mhm.
So, mal gucken, ob die Bananenschnaps haben. Bananenschnaps. So, So, wir haben hier... Königsmet brauchen wir und Prinzkraut. Hier ist Bananenschnaps. Was ist das für ein Bogen? Silberstahlbogen. Aber da kann man nicht rein, oder? Radius Kupferhammer. Ich habe eine schlechte Nachricht. Euer Bruder Craig, er ist tot. Brief aus Craig, dass sie zeigen. Kommt euch dieser Brief bekannt vor? Hä? Brief? Nee, nie gesehen. Entschuldigung. Ich weiß, dass ihr im Streit mit eurem Bruder stand, wegen dem Erbe eures Vaters. Was? Ich... hört... Wenn Craig euch geschickt hat wegen diesem Mist am Leuchtturm, dann sagt ihm, dass es mir leid tut. Auch wenn ich ihm das nie verzeihen werde. Ich hätte nicht handgreiflich werden dürfen. Er ist tot. Ich werde Craig in absehbarer Zeit nichts ausrichten. Er ist tot, genau wie seine Gefährtin. Er spielt nicht in Arklos. Ihr habt euren Bruder ermordet und seine Gefährtin dazu. Tot? Was? Aber wie? Warum? Das frage ich euch. Ihr seid der Hauptverdächtige. Ich? Das ist doch wohl ein beschissener Witz. Sie... Verzeiht dich. Das ist alles etwas viel auf einmal. Ich muss das erstmal verdauen. Verdauen könnt ihr, wenn ihr mir eure Unschuld bewiesen habt. Verdammt nochmal, ihr... Ich habe Craig und Sira nicht getötet. Das müsst ihr mir glauben. Bitte. Fragt mich alles, was ihr wollt. Aber glaubt mir. Worum genau ging es bei diesem Streit? Ich hab's doch schon gesagt. Craig hat sich das Erbe unseres Vaters unter den Nagel gerissen. Mir hat er gesagt, da wäre keines gewesen, was ich ihm auch geglaubt habe. Am Ende war unser Vater nämlich hauptsächlich eines. Saufkopf und Spieler. Aber ihr habt all die Jahre nichts davon gemerkt? Warum also jetzt? Jemand hat mir erzählt, dass Craig seine alten Schmuck aus Ark gekauft hat. Das kam mir komisch vor, weil Craig genauso schlecht mit Geld umgehen konnte wie unser Vater. Tja, dann... Mann, ich glaub das alles nicht. Craig und Sira tot? Das ist... verdammte Scheiße. Und was macht euch da so sicher, dass Craig das Erbe wirklich verpasst hat, meine ich? Ich hab von meiner Heuer einen Söldner beauftragt, der sich das Ganze angesehen hat. Und es ist wahr. Glaubt mir. Ich bin der Letzte, der diesen ganzen Scheiß wollte. Und was ist mit in dem alten Leuchtturm passiert? Ich hab ihn zur Rede gestellt. Aber der Narr wollte es einfach nicht zugeben. Hat mir allen Ernstes erzählt, er habe das Geld für Siras Schmuck einfach vor der Tür gefunden. Mhm. Und irgendwann hat's mir gereicht. Es kam zum Handgemenge. Wir haben uns geprügelt. Scheiße. Könnt ihr es glauben? Mein Bruder ist tot. Und die letzte Erinnerung an ihn ist eine Prügelei. Und dann? Dann sind wir wieder heim. Er nach Dünenheim, ich zum Schiff. Lass uns das klären, wenn sich die Wogen geglättet haben, hat der Mistkerl gesagt. Ich war so entschlossen, ihm nicht zu verzeihen. Meinen Anteil einzufordern. Und jetzt... Tja, jetzt war's das wohl. Findet den Bastard, der das getan hat. Ich will ihn hängen sehen. Bluten in der eisernen Jungfrau. Versprecht es mir. Und Craig hat allen Ernstes behauptet, er habe das Geld für den Schmuck gefunden? Ja, er war noch nie ein guter Lügner.
Angenommen, ihr seid wirklich unschuldig. Gibt es noch etwas, das mir bei der Suche nach dem Mörder weiterhelfen könnte? Er stand bei Karumea in der Kreide, dieser alten Schlange. Ansonsten hatte er keine Feinde, weder er noch seine Gefährtin. Ihr kommt jedenfalls erstmal in Gewahrsam, bis wir wissen, ob ihr die Wahrheit sagt. Na schön. Ich verstehe, warum ihr das tut, und ich komme mit euch. Auch wenn es nichts daran ändert, dass ich unschuldig bin. Lasst mich noch kurz dem Kapitän Bescheid geben. Wieso? Geschaut optional bei den Matrosen in der Dünheimer Taverne, dass auf zur Wache mit den gesammelten Informationen zurückkehren. Aufpasser. Ah, ich habe schon auf euch gewartet. Kommt her, es gibt was, das ihr euch ansehen solltet. Darius Kupferhammers Dolch. Versteckt unter einem Stein, kurz vor Dünenheim. Versteckt unter einem Stein? Wie zum Henker habt ihr den gefunden? Was macht er euch so sicher, dass es seiner ist? Er hat ihn bei einer Zockerei in Ark gewonnen. Das haben mehrere Matrosen aus seiner Mannschaft bestätigt. Versteckt unter einem Stein, wie zum Henker habt ihr den gefunden? Metall reflektiert das Sonnenlicht. Etwas, das Darius wohl vergessen hat. Habt ihr ihn schon damit konfrontiert? Ja, er streitet zwar nicht ab, dass der Dolch ihm gehört, aber behauptet, jemand hätte ihn gefunden und wolle ihm den Mord anhängen. Für mich macht das die Sache einigermaßen klar. Was hat euer Besuch bei Karimea ergeben? Nicht viel. Ich glaube nicht, dass sie Craig und Sira hat töten lassen. Sagen wir es so, sie hatte allen Grund, Craig zu hassen. Nicht viel? Ausschließen sollten wir sie aber trotzdem nicht. Ich habe bei meinen Kumpanen von der Wache nachgefragt und erst vor 2 Jahren ist ein Gläubiger von ihr plötzlich ertrunken. Ein Fischer, 60 Winter auf dem Buckel. Soll heißen, sie ist durchaus zu so etwas fähig. Das Problem ist nur, der Hauptmann der Wache will die Sache geklärt haben. Jetzt. War es einfach so? Sollten wir die beiden nicht nach Ark zum Tribunal schicken? Was passiert mit dem Schuldigen? Gefängnis oder Galgen? Eines von beiden, ich weiß nicht. Aber was, wenn keiner von den beiden schuldig ist oder wir uns falsch entscheiden? Das ist ja das Problem. Einfach so? Die Schnösel würden die beiden geradewegs wieder zurückschicken oder beide hängen lassen. Für die sind wir Dünenheimer alle wegeloser Abschaum. Dabei sollten sie sich mal fragen, woher ihr Erz oder ihre Früchte kommen. Wir regeln unsere Angelegenheiten hier selbst. Und was werdet ihr ihm sagen? Ehrliche Antwort? Keine Ahnung. Ihr habt die Sache doch unter die Lupe genommen. Was denkt ihr also? Darius oder Karimea? Der Dolch ist der einzige Beweis, den wir haben. Darius muss es gewesen sein. Wenn Karimea das schon einmal getan hat, dann würde sie es wieder tun. Sie war genau. Ich kann und will diese Entscheidung nicht treffen. Tut mir leid. Ich weiß gerade echt viel zu wenig darum, was das angeht. Dann muss ich das wohl machen. Danke jedenfalls für eure Hilfe. Hier, das habt ihr euch verdient. Und ich brauche jetzt erstmal was zum Trinken. Kommt, ich gebe einen aus. Brief entfernt. Blut im Sand. Krieg. Nach all den Jahrzehnten. Unglaublich. Wie wurde... Geht weiter. Thealoa Arantheal ist zurückgekehrt. Hoffen wir, dass er wie die Trochessa weiß, wo seine Machtgebiete sind und wo nicht. Ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Und ich habe jetzt gerade keine aktive Quest, kann das sein? Manfreds Vermächtnis, das haben wir noch. Eine neue Haustür für Aurora beschaffen und montieren. Aurora einen Trank der kosmischen Winde brauen.
Mythen und Legenden, den stählernen Wächter finden und bezwingen. Warte mal. Ein bewegendes Bildnis, das verlorene Bildnis finden. Wo muss ich dafür hin? Dahin. Okay, Myradenturm im Nebelheim. Das wäre mir zu weit weg. Zwei Seelen, Teil 3. Kalia im Tempel suchen. Teil von etwas bedeutsam, Teil 5. Arantel von Geschehnissen berichten. Die Spuren, die wir hinterlassen. Das Wrack der Morgentau finden und nach Hinweis auf Taras Verbleib suchen. Das wäre ein bisschen viel. Niederlandsnisteln suchen. In der Wüste Staubmadenstacheln sammeln. Ich soll formell Broschenfürst 3 Zutaten besorgen, die benötigt werden, um ein Gift nachzubrauen. Geheimnisse aus der Büchse, den nächsten rätselbehaften Ort finden. Der Schlechter von Ark, da fehlen uns noch 4 Ausgaben. Teil und Herrscher, Silas Behausung nach Hinweisen zu Milberts Verschwinden durchsuchen. Wo wäre das? Handwerkspunkte haben wir 90, Lernpunkte 66, Rufe sind wir 33. Okay, warte mal, sonst noch irgendwas? Schlösserknacken sind wir bei 36. Bleib fern von der Pulverklippe. Auf Geist des heiligen Matrosen Kreigs wird jedem wegestreuen Reisenden dringlichst davon abgeraten, sich zur alten Minensiedlung der Pulverklippe oder in dessen unmittelbare Umgebung zu geben. Mögliche Gefahren umfassen lebende Titten, Knochenreißer, Tod durch... Tod von... Keine Ahnung. Kreis... Signiert Dalvar Vera, Truchess der heiligen Nutten. Okay. Suchen wir uns mal einen Weg wieder hier raus. Beziehungsweise einen Weg wieder zurück nach A. Hinter mir ist nichts, okay. Noch einer. Wieder gehört. Gleich zwei? Ich glaube, zwei werde ich nicht schaffen. Von den Viechern. Einen schaffe ich. Und jetzt erstmal was essen. So, wir müssen jetzt aus der Pulverwüste wieder raus. Warum heißt es eigentlich Pulverwüste? Okay, der ist schon tot. Thank you.
Baut man Wegestrollenhandschuhe? Bevor ich da reingehe, ich speichere einmal. Achso, das sind einfach nur Marodeure. Mist, jetzt bin ich mal getroffen. Hast dir die falschen Feinde ausgesucht, Mädel. So. Ist das schon alles? Mehr habt ihr nicht drauf? Autsch. Heilige Scheiße, dafür wirst du brennen, das schwöre ich dir. So, wer wird brennen? Die haben nur Runensachen, ne? Ach, da bist du. So, deine Pfeile möchte ich haben, die wegestreuen Dinger. Altes Anwesen der Dalvarek. Geht das Schild auch irgendwann kaputt? So. Warte mal. Ne, okay. Sehen wir uns hier mal um. Was haben die hier? Bauplan, Silberstahldolchhandwerk. Nehmen wir mit. Sperlingshandschuhe. Und wegestreuen Helm. Arkanrune. Feuerball 3. Genesungstrank. Fokusnüsse. Haben die hier sonst noch was? Bananen gibt es hier, aber Bananen brauche ich jetzt nicht, oder? Tür und Zunge. Löwe. Und Löwe. Raubkatzenpilz. Ich feiere, dass das in der Skyrim Engine einfach mal so ein Dschungel existieren kann.
alte Schattenstahlmine. Tür lässt sich nicht öffnen. Warum nicht? Ich würde gerne in die alte Schattenstahlmine. Ich könnte Schattenstahl gebrauchen. Hier kommt man nicht weiter. Vielleicht hier? Aha. 21 von 100 haben wir jetzt. Nice. Okay, wo sind wir jetzt hier gelandet? Da habe ich jemanden gesehen. Und ich dachte schon, dass wir heute gar nichts mehr. Vielleicht zuerst den da. Ja. Ja. Dafür wirst du brennen, das schwöre ich dir. Was ist das da hinten? Was ist das da? Assassinharnisch? Was ist das da? Na bitte. Wegesfreundpfeile, die nehmen wir auf jeden Fall alle mit. Ist das ein Gorilla? Soll das ein Gorilla darstellen? Nehme ich mit. So, vielleicht nochmal kurz speichern. Ganz interessant, dass die aber nicht runterkam. Glaub, das ist ein Gorilla. Alter Thyage. Thyagenpelz. Wieder eine Lebensenergie. 22 haben wir jetzt davon, nice. So. Ah, das sind Feuerfinken. So, aber was? Aber was ist das hier jetzt für ein Ort?
Ist das Pyreisch? Ist das Sternding? Ist das Eterna? Was ist das? Also Tyris entdeckt. Da ist ein Rucksack. Der Fahrtbuch 8, die Ankunft. Dietrich hier, okay. Wir müssen definitiv mal nach Hause. Und die Sachen mal auslagern. Benötigt einen Schlüssel. Okay, gehen wir mal in die Richtung. Werden wir hier angegriffen? Ja. Okay, da hinten ist ein Magier wieder mal. Zwei Magier. So, den sind wir schon mal los. Der hat nichts. Ja, so muss ich die da loswerden. Renn! Alter, wir haben hier immer noch so ein Eisding. Ich glaube, das wird nichts. Mit dem Entkommen. Natürlich sind da noch mehr Raubkatzen. Aber die sind mir lieber als diese Magier-Zauberer, da, Wildmagier. Okay, wir sind gekommen. Laden aber unser Leben gerade nicht auf. Also, wo man uns entdeckt hat, da ist noch eine Truhe. So, die Groschen hatten wir noch nicht. Ich muss hier einen Weg wieder rausfinden. Ich glaube, der Weg raus führt tatsächlich nur an dessen Camp hier. Ich hoffe, die findet uns nicht. Da ist noch so ein Ding.
Noch so ein Riesenaffe. So, okay, wir laden unser Leben wieder auf. Vielleicht einmal kurz speichern. Da sind zwei von diesen Riesenaffen. Aber solange wir nicht in der Nähe sind, tun die uns erstmal nichts, ne? Ach ne, die Viecher sind hier auch noch. Mist. Hier geblieben, Wildmagierin. Okay, wo ist die jetzt? Ach, da! So, den Pfeil nehmen wir mit. Wird schön, dass die alle jetzt aber wegestreuen Pfeile haben. So, jetzt müssen wir... Oh, wir haben ein Königsmet. Ein Bananenschnapp. Nee, dann nicht. Auch nicht. Auch nicht. Ein Bananenschnaps, ein Königsmet haben wir. Pulverminen entdeckt. Das sind die Pulverminen. Okay. Wache der Pulverminen. Stahlschwert der Stadtwache. Nicht mal Groschen haben die. Soll das Öl darstellen? Pulverminen, Verladehalle. Also die wurden überfallen und... Ich suche Kokosnüsse. Eine Kokosnuss. Ich komme hier nicht durch. Was sind das für Pulver eigentlich, die hier verkaufen? Münzhaufen, nehme ich mit Trankmenschen-Rucksack. Adlerfedern, Fischknochen, Salz, Vogelei. Schmieröl. Ja, ich würde sagen, machen wir hier aber dann in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao! Thank you.
Thank you.